Der nächste Künstler in unserer Show, da haben wir ein paar Fakten rausgesucht, die Sie möglicherweise noch nicht gehört haben. Also, sein Künstlername Dario G geht zurück auf Dario Gradi und der war Manager eines englischen Fußballclubs. Der Hit, den wir gleich hören werden, der war bei uns im ZDF der Song zur Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Für uns war damals leider im Viertelfinale gegen Kroatien Schluss. Das hat aber nicht am Karneval de Paris gelegen. Mega-Hit, hier ist Dario G.